Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LEGO Speed Champions und auch hier zu einem weiteren Straßenrennen, dem LEGO McLaren Senna Speed Champions Rennen. Was ich jetzt auch direkt beginnen möchte, an diesem wunderschönen Freitagnachmittag um 16.44 Uhr. Ist das herrlich. Ich habe freitags immer früh Feierabend, immer 12.30 Uhr Feierabend, das ist ziemlich cool. Da bist du aber teilweise länger Berufsschule. Wenn ich dort bin. So, welchen Wagen nehme ich lieber? Lego oder den echten? Vielleicht sogar den Lego, weil der sogar besser aussieht als der echte. Ich glaube, der echte, der ist ein bisschen schneller. Hab ich so. Ein Freund von mir fährt einen echten McLaren Senna und schuldet mir einen Gefallen. Und jetzt pass auf. Er hat sein Auto auf den Sieg gewettet. Der Arme weiß nicht, was wir mit ein paar Lego-Steinen anstellen können. Oh ja, wir können aber einiges anstellen. Meine Güte, ey. Die Kurvenlage im Winter ist vielleicht nicht ganz so traumhaft. Hallo, lenkst du auch McLaren? Dazu gefühlt jetzt auch eine Lego-Lenkung eingebaut bekommen. Na? Na, reicht schon? Geht doch. Ich will auch mal gewinnen hier. Nicht überholen, gibt's nicht. Ist aus. Oh, was hab's denn hier gemacht, Alter? War ich dämlich? Ja. Der fährt sich manchmal echt ein bisschen komisch. Also die Lego-Version. Das ist die echte, doch. Na gut, der echte Fabian sagt, dass während er ein Rennspiel spielt. Aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Also ich finde, der nachgebildete, echte Senna in Forza Horizon 4 fährt sich auf jeden Fall anders als die Lego-Version. Das ist natürlich schon mal gut. Und er fährt sich auch besser. Das wäre aber auch wirklich schlimm gewesen, wenn das nicht so wäre. Wenn sich ein Lego-Auto besser fährt als das echte. Das wäre echt traurig. Ja, das war's schon. So. Zack. Und ich bin ein Auto reicher und der hat sein Auto los. Ich hab sogar. Oh, ich hab sogar einen Punkt mehr als der McLaren Senna. Haha! Schade, es ist ein tolles Auto und du darfst es jederzeit besuchen, aber Lego ist das Beste. Speedchamp für immer. Ja gut. Ist das eine Artikelnummer? Ich habe gesehen sogar, dass es jetzt also von Lego wirklich einen Sender gibt. Natürlich denke ich mal als so Kooperation zwischen Lego und Forza. Oder zwischen Lego, Forza und McLaren. Dass sie was bringen. Wie cool. So, dafür gibt es natürlich ordentlich Pünktchen. Zwar 50 Stückchen an der Zahl. Und jetzt fehlen mir noch 310 Punkte für das Fußballfeld. Für das Stadion sagen, aber ja gut, ein Stadion hat auch Tribünen und Plätze für Zuschauer. Auf dem Bild sehe ich dann nur das Fußballfeld. Ohne alles. Also komplett nackt. Was ist denn da unten? Alien-Energiezelle. Wollen wir da mal hinfahren? Da haben wir noch mehr. Wie viele gibt es denn davon? Wo kann man die sammeln? Ich sammle jetzt mal eine. Ich fahre mal so ein Ding um oder sammle das ein oder wie auch immer. Will ich mir mal angucken.
was man da so machen kann. Ob man die sammeln muss oder irgendwas bringen. So. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, hier drin muss sein. Was ist hier nicht? Lego-Steine. Irgendwelche Helien-Energiezellen. Das hier? Hä? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Jetzt sind die auch wieder weg von der Karte. Nehme ich mir mal. Sind jetzt aber immer weg von der Karte. Bin ich jetzt irgendwie dumm? Der war noch irgendwann auch auf der Karte hier. Hier ungefähr an diesem Punkt. War doch so eine Alien-Energiezelle mit so einem Alien-Kopf in so einem Grün abgebildet. Der Vorzeit wird mich jetzt irgendwie. Bin ich dumm oder wollte ich mich jetzt hier gerade richtig hart verorschen? So, das bin ich ja offensichtlich alles schon gefahren. Dann wäre es. Okay, das Rennen fahre ich auf jeden Fall nicht. Komm, ich bin das ja noch gar nicht gefahren. Oh, 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 Fabian, Fabian, Fabian. Und da ist noch ein Drag Race. Fabian, Fabian, ich mache mir auch erstmal das Drag Race, würde ich sagen. Dann vielleicht nochmal den Blitzer, obwohl ich auch für die Blitzer noch ein anderes Auto nehmen könnte. Was im Spiel auch so ein wenig abgeht. Zum Beispiel den Mosler. Ich glaube MT900S müsste der heißen. So, machen wir Berghaus. Ich weiß, dass der Lego McDonald da dieses Rennen nicht gewinnen wird, deswegen werde ich die Schwierigkeit auf für kleine Kinder machen. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Ich meine, generell ist es angetrieben, ein Auto und Dragways zu fahren. Auf so einer Distanz wird schwierig, das zu gewinnen. Gegen Allradautos. Die wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Leistung haben. Deswegen mach es mal so. Und dann sollte ich das Rennen jetzt ja eigentlich gewinnen. Wenn jetzt mein Auto nicht noch währenddessen in Flammen aufgeht. Obwohl, was soll da brennen? Das ist eher das aus Lego, also Plastik. Aus. Jawohl. First place. Der gute Nobel, der könnte weniger Leistung haben. Aber sonst, ich meine natürlich Agera RS mit 1360 PS, Alter. Schon ein 80 Hybrid Allrad und auch getuned. Aventador mit dicke Leistung Allrad. Centro hat sowieso genug Leistung. Also hätte ich auf normaler Schwierigkeit einfach keine Chance gehabt. Weil ein McLaren Senna ist kein Drag-Auto. Für die Daten, die er hat, geht er sehr gut ab. Aber halt, andere Autos, die schneller sind. Gerade ein Allrad und halt nochmal am besten doppelt so viel Leistung. Denn jetzt natürlich noch ein bisschen flotter. Ist das eine Alien-Energiezelle? Großartig! Such weiter! Berühr die Dinge aber nicht mit bloßen Händen und suche nur nachts. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ich kann diese Energiezellen anscheinend nur nachts finden. Ah, interessant. Den Blitzer würde ich mal mitnehmen. Gucken, was der McLaren Senna hier so schafft. So, mein bisheriger Rekord liegt bei, muss ich mal kurz gucken. Ich habe hier 252 km/h und ich brauche 274 rund. Okay. Nicht geschafft. Ich doch vorher vielleicht einen Ferrari gefahren? Das könnte sein. Das ist den Lego für das ich Kommunikation gefahren bin. Okay. Naja. Dann mach das nächste Rennen hier.
Komme ich runter? Ja. Komme ich auch durch? So. Ah ja, ist nur eine Lego-Schuhstange. Die kann das ab. Nichts passiert. So, mal den Lego-Sender nehmen. Natürlich werde ich die Schwierigkeit wieder höher stellen. Ich will es mir ja nicht ganz zu einfach machen. Ich bin schon wieder müde. Ja, immer noch vom Mittwoch. Weil das war ein bisschen anstrengend, der Tag. Da war ich für meine Firma auf einem Fest, hab dort gearbeitet, von unserem Sommerfest. Und ja, das waren dann 12,5 Stunden Arbeit an dem Tag. Das ist halt bei über 30 Grad. War anstrengend. Aber war auch schön. Aber dafür kriege ich auch, dafür habe ich auch Überstunden bekommen, also keine Angst. Also bei den Arbeitszeiten wird bei mir im Betrieb da großen Wert drauf gelegt und generell, wir machen auch keine Überstunden. Ich hatte sonst noch nie Überstunden gehabt, jetzt habe ich 4 Überstunden. Weil normalerweise hätte ich an dem Tag 8,5 Stunden gearbeitet. Jetzt waren es 12,5 Stunden, also habe ich 4 Stunden gut. Da muss ich halt gucken, wann ich mir die mal frei nehme. Mal gucken. Also, wenn der Sommer ist, ist ja auch logischerweise nur einmal im Jahr. Es gibt nur einen Sommer jedes Jahr. Und da, das passt. Man bremst doch nicht so, Alter. Aber das Lego-Auto, ja, die Steine waren teuer. Ich will mal wissen, wie teuer die Lego-Steine sind, um sie mit Aaron Sander in echt zu bauen, aus Lego. Wie teuer sowas ist. Und wie viele Steine das überhaupt sind. Wie viele tausend. So, ich glaube, gewinnen wird schwierig, aber den dritten Platz würde ich gerne noch haben. Den glaube ich, hier der Porsche vor mir hat. Der Porsche war richtig. Das ist ein Spider natürlich. Was auch sonst. Und hier einen ziemlich guten Speed hat. So, ich bin komplett verkackt. Okay, ne, ich muss die Kurve ein bisschen anders nehmen. Nein! Nein! Oh Mann! Ich kann nicht zurückspulen. Ist doch gemein. Scheiß Porsche. Das ist gemein. Das ist teilweise echt ein bisschen komisch. Manchmal kann man 2 Sekunden vor der Zieldurchfahrt zurückspulen und manchmal dann aber auch 10 Sekunden vorm Ziel irgendwie nicht. Das ist, glaube ich, nicht so nicht einheitlich geregelt, bis wann man zurückspulen kann. Das kommt mir zumindest so vor. Kann sein, dass ich mich irre, aber es kommt mir echt teilweise wirklich so vor, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Ich glaube, an Straßenrennen müsste ich eigentlich soweit alle durch haben. Hatte ich das schon? Genau. Hier ist noch ein Blitzer. Und, ach komm, 320 km/h. Da müsste mein Sender doch eigentlich schaffen. Deswegen fahre ich mal, nein, ja, von mir aus. Einfach mal ab hier los. Einfach nur die Straße dann Richtung Osten weiterfahren. Und dann nachher Richtung Süden. Und dann passt das schon. Okay, 8400 ultimative Fähigkeiten. Genau, ich bin nämlich ultimativ schlecht. Schnell das Ding hier auf 300 ist. Natürlich war der Wagen jetzt super. Wie immer sind die Autos alle mitten im Weg. Oh Gott.
That's way too fast for me. Oh, die Bremsen super. Ganz entspannt hier. Easy vom Haus zum Stehen gekommen. Ja, das war jetzt absolut gar kein Problem. So, Gefahrenschild könnte ich vielleicht sogar auch mal probieren. Von da. Okay, also die Straße hier. Aua. Das war bestimmt nicht erklären, oder? Ich glaube doch. Ja, Bestleistung. Ach doch. Geilomatico. Das sind doch ordentlich Steinchen hier. Genau, in der Stadt haben wir, sind wir das rangefahren. Genau, das haben wir auch alles gewonnen. Dann gehe ich mal PS-Dance. Okay, natürlich. Der Wagen ist auch, wie man sieht, gut für Gefahrenstelle geeignet. Ich meine, da würde eigentlich auch jeder normale Mensch drauf kommen. Die fahren wir am besten mal von hier oben an. Dass wir da schön den Speed mitnehmen können. Wäre zumindest keine blöde Idee. Driftzone, da werde ich vielleicht Offspeed machen. Das muss ich mal gucken. Den Steine oben drauf. So, nochmal 40 Steine. Alter. GPR-Stunts. Gerade wenn man die noch nie gemacht hat, die bringen ultra viele Punkte. Nämlich 60 Stück an der Zahl. Das müsste ja heißen, dann müssten ja 2 PR-Stunts könnten sogar schon reichen. Am besten 2, die wir noch gar nicht gemacht hatten. Ja, wo diese Wegbereiter, die gibt es natürlich auch noch. Ich weiß aber nicht, ob der McLaren Senna dafür so das ideale Auto ist, also. Ich will ja nichts sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Autos gibt, die ein bisschen besser performen könnten. Ja, aber auch nur könnten, ne? Also kann sein, muss aber nicht. Aber das Fußballfeld würde ich gerne heute noch machen, das schaffe ich auch. Die Folge ist ja noch gar nicht so lang. Wunderbar. Und dann fehlen jetzt nochmal 40 Punkte, bitte. Und dann habe ich auch das Fußballfeld. Ja, gut, das Gefahrenschild. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, umdrehen, bitte. Okay, da oben, also anscheinend will ich hier normal, ja, fast normal Anlauf nehmen. Dann ja eigentlich nur da oben hinfahren. Das müsste der Senna auch ganz gut können. Bei nächster Gelegenheit. Ich meine, Anlauf nehmen kann er ja gut. Dann würde es ja sicherlich nicht scheitern. Halt macht die Sache sicherlich einfacher. Du hast dein Ziel erreicht. Oh Gott. 283 Meter. Junge, Junge, Junge. Bestätigt. Baustein-Grenzwert erreicht. Lego-Kontrollzentrum gibt dir die Erlaubnis zum Bauen. Ja, wir haben ein Lego-Kontrollzentrum. Frag nicht.
Ich frag besser nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Komm, ich frag nicht bei mir, du fragst nicht bei mir. In 200 Metern scharf rechts. Ist manchmal besser so, nicht nachzufragen. Scharf rechts abbiegen. Ich hab ein Fußballfeld. Ich hab ein Fußballfeld. Ich spiele zwar nicht Fußball, aber trotzdem. Haben oder nicht haben. Können aber Leute besorgen, die Fußball spielen. Für mich. Das würde ich aber eigentlich auch nicht. Weil ich Fußball gucken auch nicht sonderlich interessant finde. So, ja, so WM gucke ich auch mal Spiele von Deutschland mit. Aber sonst, nee. Juckt's mich nicht. Ein Tor fehlt noch, ne? Da kommt es. Waren Leo-Tore nicht sogar eigentlich Netze? Tag auch! Schöner Tag heute, nicht wahr? Na toll, die Alien-Energiezellen haben bei einigen Lego-Pflanzen Mutationen hervorgerufen. Die Pflanzen sind infiziert und du sollst sie für uns beseitigen. Allerdings sieht man die nur im Regen. Ja, absolut geniales Wetter! Ich kriege hier Panik. Hilf mir! What the fuck, Alter? Alien-Pflanzen? Wer anscheinend nur bei Regen sehen und da ja auch irgendwie Hallo, so umfahren Fabian. Kann. Bereit, oh, einen Lego-Pool mit Häuschen zu bauen? Ja. Super. Dann hol dir ein paar Steine. Denk dran, du musst deine Beine nicht abnehmen, damit es so aussieht, als würdest du schwimmen. Du bist keine Minifigur. Also zum Glück. Meine Beine abnehmen kann ich, aber sie da dran tun, das könnte schwer werden. Was? Du musst die infizierten Pflanzen sofort zerschlagen. Sofort. Los, mach schon. Okay. Kann mal eine hier umfahren? Ja. Da haben wir noch eine, oder? Du hast eine infizierte Pflanze erlegt. Okay. Puh. Keine Sorge, die besten Horizon-Wissenschaftler kümmern sich darum. Die besten Horizon-Wissenschaftler. Ich hoffe, du bist keiner davon. Weil da mache ich mir eigentlich eher Sorgen, dass ich mich freue. Okay, ich brauche jetzt 3.500 Steine. Ich brauche noch also 475, brauche ich für die nächste Erweiterung. Okay, jetzt habe ich auch diesen Sinn, diese Alien-Pflanzen und Alien, hier kommen wir schon diese Alien-Teile, für diesen UFO oder so, das habe ich jetzt verstanden. Ja, okay, das habe ich gecheckt. Also ganz so blöd bin ich dann doch nicht. Das mache ich, glaube ich, eher nicht. Wegbereiter auch eher nicht. Ich mache einfach mal nur die ganzen PR-Stunts hier an. Und zwar Blitzer, Zungen, Gefahrenstelter, Drift, Zungen, Wegbereiter. Lass ich jetzt mal außen vor. Okay, bei dem Blitzer, da muss ich nochmal ein bisschen nachlegen. Driftzone habe ich noch gar nicht gemacht, ja gut. Die Driftzone werde ich. Ah, guck mal, hier ist doch noch ein schönes Exemplar in der Blitzerzone. Den man hoffentlich auch mit einem sehr, sehr guten Speed nehmen kann. Was da alles danach kommt. Nach dem Pool noch. Dann ist er eigentlich schon ein Grundstück ziemlich fett. Ja. Ich gebe diese Vollgas. Auch mit 3 Sternen sogar. Autsch. Alles hier, no challenge for me. Wheelspin zum Drehen, super. Okay, da noch Driftzone. Driftzone, Gefahrenschild. Das markiere ich mir mal und ich teleportiere mich am besten. Also hier hin. Ach, komm. Einfach mal direkt Anlauf nehmen. Obwohl ich gar nicht weiß, wo es genau ist. Ja, was soll da schon passieren?
sein Ziel erreicht. Und auch Flughafen hier, wunderbar. Ich habe auch quasi einen Flügel da hinten. Zum Fliegen reicht es aber leider noch nicht. Das ist aber runterschalten, Alter. Hört sich ein bisschen komisch an. So, und 395 Steine sind es nur noch. Und per Stunts wird es dann zumindest auf Asphalt und ohne Driften eher ein wenig schwierig. Also würde ich vielleicht mal vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge einfach wieder mit Rennen weitermachen. So ganz oldschool-mäßig. So, Straßendirt-Querfeld ein und Beschleunigungsstrecke. Nein, Fabian. Nur die sollen an und nicht die sollen aus. So. So, renntechnisch haben wir hier noch ein Dirt-Rennen, was wir noch gar nicht gefahren sind. Und das haben wir gefahren. Dann hier oben ein Querfeld einrennen. Dann noch ein Querfeld einrennen. Und das müsste es dann auch schon gewesen sein. Ein Rennen, die wir bisher noch gar nicht gefahren sind. Weil wir noch nicht alle auf. Gewonnen haben wir noch nicht alle. Aber es geht ja erstmal generell ums Fahren. Also brauchen wir in der nächsten Folge wohl ein Offroad-fähiges Fahrzeug. Mal gucken, was ich mir da Schönes raussuche. Auf jeden Fall war es das für heute. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.